Beste. Gut, ich bin sicher. Ezio, ich hoffte, dich heute Abend zu treffen. Ich habe nicht viel Zeit. Das Fest des Dogen beginnt schon bald. Egal, ich habe Neuigkeiten. Offenbar ist Christina Vespucci zum Karneval in Venedig. Standet ihr euch nicht nahe? Irgendwann. Vielleicht hätte ich besser nichts gesagt. Sie ist mit ihrem Mann hier. Vielleicht ist sie nicht froh, dich zu sehen. Nein. Es ist wunderbar. Es ist Karneval. Mit dieser Maske wird sie mich nicht erkennen. Ich weiß aber, wie ich ihre Aufmerksamkeit erregen kann. Grazie, amico. So, jetzt muss ich sie nur am Treffpunkt erwarten. Manfredo, seit wann bist du so romantisch? Ezio, was zur Hölle tust du hier? Du wagst es! Christina, alles ist gut. Alles gut? Ich habe dich 8 Jahre nicht gesehen. Sieh, ich hatte Angst, du würdest nicht kommen, wenn ich dich bitte. Genau, wäre ich nicht. Ezio, das letzte Mal, als ich dich sah, küsstest du mich in einer Gasse und dann hast du mich heiraten lassen. Es war die richtige Entscheidung. Er liebt dich. Wen kümmert, was er will? Ich liebte dich. Du hattest eine zweite Chance. Bitte, Ezio. Suche mich nie wieder auf. Thank you.
Buongiorno, Mutter. Ezio, schön, dass du kommst. Was beunruhigt die Dirnen? Die ehemalige Besitzerin Madonna Solari war eine Betrügerin. Wir entdeckten Verbindungen zur Kirche. Schlimmer noch, einige unserer Dirnen schlafen immer noch mit dem Feind. Ich spüre sie auf. Besuch Dirnen, denen ich traue. Sie helfen dir. Grazie, Ezio. Hübsche Kleider. Ich krieg die Stiefel. Halte sie nach! Stopp! Die Tour noch keine wegfahren. Lass mich in Ruhe. Damit will ich nichts zu tun haben. Oh verdammt, das ist eine gefährliche Ecke hier. Ezio, ich unterhielt bayerische Gesandte letzte Nacht. Sie müssen mich betäubt haben. Doch wie? Wir tranken aus demselben Becher. Was dann geschah, weiß ich nicht mehr. Kommt, wir müssen sie finden. Hey, ein wenig Respekt. Wir sind zivilisiert hier, ja? Thank you.
Feuer dabei. San Mateo hat uns wahrlich gesehen. Was zeigst du mit dem Finger auf mich? Die lokale Kunstszene stirbt aus. All der Mist wird bald verschwinden. Pinturicchio ist ein Heuchler. Er war dabei. Komm, kümmert euch um eure Gesundheit. War er der Richtige? Ich kenne ihn, aber was soll's. Kommt, ich finde einen anderen. Es ist fahrlässig, hier vorbeizugehen, ohne sich meine fantastischen Waren anzuschauen. Wie Romulus. Und da wartet ihr etwa, dass ich euer kindisches Verhalten gutheiße? Der neue Weinhändler hat mir drei Fässer mit Nobile verkauft. Er war ein Freund. Nur die beste Kleidung, Seide und feingewobenes Leinen. Mich betäubt. Hey, ein wenig Respekt. Wir sind zivilisiert hier, ja? Eine Schärpe aus feinster Atlasseide würde eure fade Tracht sicherlich belegen. Ihr habt mich betäubt. Ich kenne seinen Namen.
Gisbert. Oder war es Georg? Söldner und Abenteurer innerhalb der Stadtgrenzen Roms. Die Guardia wird die kürzlich begangenen Übergriffe... Da! Packt ihn! Madonna! Grazie, Ezio. Mindestens zwei von denen waren letzte Nacht dabei. Buona fortuna. Und haltet euch vom Wein fern, Madonna. Sobald diese festgeschnallt wurden, unser Scharfrichter wurde